Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Heute befassen wir uns mit dem Kapitel, was wir machen müssen, um Substanzen voneinander zu trennen. Auch eine zentrale Frage in der Chemie. Wie können Sie Produkte und Edukte voneinander trennen oder vom Lösungsmittel trennen? Das Ganze hat die Überschrift Mischphasenthermodynamik. Und wir wollen natürlich erstmal wieder mit idealen Systemen beginnen, um erstmal die prinzipiellen Gesetzmäßigkeiten herzuleiten. Wir gehen also davon aus, dass in der Gasphase die thermische Zustandsgleichung für ideale Gase gilt und wir überlegen, dass wir eben keine Wechselwirkungen zwischen den Teilchen haben, dass die Stöße elastisch sind und das ist also sozusagen die Gasphase. Dann haben wir eine flüssige Phase und wir überlegen jetzt, wenn wir die Substanzen voneinander trennen wollen, dann ist die Situation meistens dergestalt, dass wir eine Lösung haben. Über dieser Lösung ist ein Dampfdruck und sowohl in der Lösung als auch im Dampf sind die Substanzen miteinander gemischt. Aber wie sind diese Zusammensetzungen in der Lösung im Verhältnis zu der Zusammensetzung in der Gasphase? Das ist wichtig, wenn wir wissen wollen, wie wir die Substanzen voneinander trennen. Das heißt, wir haben zunächst einmal ein Gleichgewicht und das chemische Potenzial der Lösung und das chemische Potenzial der Gasphase, die müssen gleich sein. Für die Lösung müssen wir noch berücksichtigen, dass wir das chemische Potenzial in der Lösung aus der Summe der chemischen Potenziale unter Standardbedingungen ermitteln können. Aber wir müssen jedes einzelne chemische Potenzial für jede einzelne Substanz noch korrigieren durch einen Term, der ja enthält, dass die Substanz verdünnt in der Lösung ist. Also durch den Ausdruck R mal T mal ln xi, wobei xi der Molenbruch der Lösung ist. Das soll jetzt im Gleichgewicht sein mit der Gasphase. In der Gasphase haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das chemische Potenzial zu beschreiben. Zum einen kennen wir das chemische Potenzial unter Standardbedingungen. Wenn wir jetzt einen Reinstoff anschauen, dann müssen wir berücksichtigen, dass der Dampfdruck dieses Reinstoffes meistens nicht dem Standarddruck entspricht. Wenn er dem Standarddruck entspricht, dann fängt die Substanz an zu sieden. Aber wir haben einen Dampfdruck oberhalb unserer Lösung und dieser Dampfdruck, der ist kleiner oder auch größer als der Standarddruck. Und wir müssen daher das chemische Potenzial in der Gasphase von der reinen Substanz korrigieren durch einen Ausdruck RT ln P Stern durch P Standard. Und dieses P Stern bezieht sich auf die reine Komponente. Nun haben wir es aber mit einer Mischung zu tun. Das heißt, wir müssen noch zusätzlich eine Korrektur dahingehend machen, dass wir, weil ja das chemische Potenzial druckabhängig ist, wir noch weiter diese Verringerung durch die Verdünnung mit der anderen Substanz berücksichtigen müssen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Korrekturterm und dieser ist RT ln PI durch P Stern, wobei PI der Partialdruck der Komponente I ist und P Stern ist der Dampfdruck der reinen Komponente I. Und das führen wir jetzt alles zusammen. Also Flüssigkeit und Gasphase sind im Gleichgewicht. In der Flüssigkeit wird es korrigiert durch die Zusammensetzung. In der Gasphase wird es korrigiert durch die Zusammensetzung. Und wenn wir das alles zusammenführen, dann erhalten wir das sogenannte Raoultsche Gesetz. Das Raoultsche Gesetz, das sagt vorher, wie der Dampfdruck einer Komponente in unserem System ist, wenn wir die Zusammensetzung der Lösung, also den Molenbruch xi für diese Komponente kennen und den Dampfdruck der reinen Komponente i. Also pi ist gleich xi mal pi Stern. Das ist das Raoultsche Gesetz. Wir wollen jetzt ideale Gase angucken. Das heißt, dass wir den Gesamtdruck, den wir oberhalb einer Lösung haben, ganz einfach zusammensetzen aus der Summe der Partialdrücke der einzelnen Komponenten. Und wenn wir dann für die einzelnen Komponenten das Raoultsche Gesetz einsetzen, dann sehen wir, dass der Gesamtdruck ganz einfach skaliert mit dem Molenbruch, wenn wir das auf eine Substanz aus der Sichtweise von einer Substanz anschauen. Grafisch dargestellt
haben wir den Dampfdruck als Funktion des Molenbruchs. Und der Molenbruch können wir beziehen auf die Substanz A oder die Substanz B, wenn wir eine binäre Zusammensetzung haben. Dieser Molenbruch hat Werte zwischen 0 und 1, denn es ist die Stoffmenge für die eine Substanz A dividiert durch die Summe aller Stoffmengen, die in dieser Lösung vorhanden sind. So ist der Molenbruch ja definiert und kann deswegen die Werte zwischen 0 und 1 einnehmen. Und Sie sehen dann, dass wir, wenn wir das Raoultsche Gesetz uns angucken, zunächst einmal der Partialdruck für die eine Komponente wächst, wenn die Zusammensetzung bezüglich dieser Komponente zunimmt in der Lösung, und analog nimmt eben der Partialdruck der anderen Komponente ab. Und die Summe ist im Prinzip nichts anderes als die Verbindung der Partialdrücke der reinen Komponenten. Das ergibt sich eben aus diesem formellen Zusammenhang. Das ist jetzt aus der Sichtweise der Flüssigkeit betrachtet. Aber die Gasphase hat ja ebenfalls eine Zusammensetzung. Und dort können wir ja den Partialdruck in der Gasphase auch anders ausrechnen. Wenn wir den Gesamtdruck kennen, dann müssen wir den eigentlich nur mit dem Molenbruch der Substanz in der Gasphase multiplizieren und erhalten dann den Partialdruck in der Gasphase. So, und das können wir nutzen und können dann einen Ausdruck herausbekommen, wie der Molenbruch in der Gasphase abhängt von der Zusammensetzung der flüssigen Phase. Das ist jetzt kein linearer Zusammenhang mehr. Ich habe das hier einmal aufgezeichnet, wie sich das Ganze verhält. Und wenn Sie jetzt die grafische Darstellung ansehen, dann haben Sie eine Gerade, wenn Sie den Molenbruch der Flüssigkeit mit den Partialdrücken kombinieren, und Sie haben so eine geschwungene Kurve, wenn Sie das Ganze aus der Sichtweise der Zusammensetzung der Gasphase sehen. Ach, das klingt jetzt wieder mal ganz kompliziert, ja. Aber gucken wir uns diese grafische Darstellung an. Wir haben jetzt hier nochmal aufgetragen den Druck als Funktion des Molenbruchs. Und zwar gibt es da eben die beiden Molenbrüche. XA steht für die Zusammensetzung in der Lösung bezogen auf die Komponente A. Und YA wählt man als Buchstaben, um die Zusammensetzung der Gasphase bezogen auf die Komponente A zu charakterisieren. Und wenn die Drücke sehr klein sind, dann liegt natürlich ein Gas vor. Und wenn Sie jetzt den Druck erhöhen, dann zerfällt das System in eine flüssige und eine Gasphase. Und die Gasphase, die hat eben die Zusammensetzung hier, wo das die gekrümmte Kurve schneidet. Und die flüssige Phase hat die Zusammensetzung, wenn wir also parallel zu der X-Achse gehen, wenn wir das dort schneiden, dann haben wir dort die Zusammensetzung der flüssigen Phase. Und das heißt, wir reichern die eine Substanz in der Gasphase bezogen auf die flüssige Phase an. Das können wir jetzt machen, indem wir also gezielt immer wieder das System verdampfen, wieder kondensieren, und wir verändern bei jedem Schritt die Zusammensetzung unserer Flüssigkeit und können damit eine Destillation durchführen. Jetzt ist das zwar, diese ganze theoretische Konzept ist als Funktion vom Druck hergeleitet worden, weil das einfacher mathematisch zu zeigen ist. In der Praxis verändern Sie die Temperatur, wenn Sie eine Destillation durchführen. Und dann ist das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das heißt, bei tiefen Temperaturen haben Sie die flüssige Phase vorliegen und bei hohen Temperaturen haben Sie die Gasphase vorliegen. Und so können Sie jetzt also sozusagen Schritt für Schritt eine Destillation durchführen und können also die eine Substanz anreichern für ein ideales System. Und vielleicht haben Sie es gemerkt, wenn Sie die Temperatur als Funktion des Molenbruchs der Zusammensetzung in der flüssigen und in der Gasphase auftragen, dann haben Sie nicht mehr eine gerade und eine gekrümmte Kurve, sondern Sie haben einen linsenförmigen Verlauf. Das liegt an den mathematischen Herleitungen, die dahinter stecken. Und die Trennung, also wie stark diese Linse gekrümmt ist, die hängt davon ab, wie stark verschieden die Siedetemperaturen der beiden Komponenten sind.
Wir wollen in den nächsten Videos noch besprechen, wie das ist, wenn Sie sehr kleine Beimengungen einer Fremdsubstanz haben, wie sich da der Siedepunkt der Substanz verändert. Und in einem anderen Video werden wir besprechen, wie das in der realen Welt aussieht, wenn es Wechselwirkungen gibt.